Tag, Leute, und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Oblivion. Soll ich euch mal was zeigen? Ich zeig euch jetzt mal was, denn ich bin ziemlich stolz, dass ich ins Menü komme. Zweiter Versuch, aber ich hab's hingekriegt. Guckt mal hier, guckt mal da. Großer Seelenstein, kleiner Seelenstein. Ich habe jetzt 4. Warum habe ich 4? Ich hätte aber eben wieder einen gekriegt. Egal. Ich dachte, ich hätte jetzt 5. Wir gehen jetzt mal rein. Mal gucken, ob sie zufrieden ist mit dem. Ich habe eben einen gemopst, war ich der Meinung. Wie schön. Ich habe sie noch nicht. Okay, dann kann ich das Let's Play eigentlich wieder abbrechen. Ach, leck mir du am Arsch hier. Ich dachte jetzt wirklich, ich hätte endlich. Ich dachte, ich hätte. Ich raff's nicht. Ich habe eben einen geklaut. Das ist doch alles sehr undurchsichtig. Das ganze Spiel ist so undurchsichtig. Ich habe nämlich herausgefunden, dass in Braviel noch welche sind. Und zwar hier. Nein, nein. So, hier. Sie hat es allerdings mitbekommen, dass ich sie bestohlen habe. Deswegen weiß ich nicht ganz, ob es dann geklappt hat. Aber eigentlich, ich habe es gemopst. Es war aus ihrer Hosentasche entfernt worden. Und ich wurde nicht angehalten, es ihr zurückzugeben. Also von daher gehe ich mal aus, wenn es meinem Helden nicht irgendwie aus der Hosentasche gefallen ist, dann ist, dass ich den hätte. Aber theoretisch hätte ich dann 5. Dieses Spiel, es macht mich. Einen Heiler aufsuchen. Ihr seht ziemlich blass aus. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Danke. So, hier hinten in dieser Magiergilde. Da haben wohl ein paar Leute was. Ey, ich bin so froh, wenn diese Scheiße mit dem Vampirismus vorbei ist. Ganz ehrlich, ich bin so froh. Das macht wirklich so ein bisschen derzeit... Es hat mir viel Spaß gemacht, das Spiel. Aber seit Stunden krebs ich an dieser Scheiße rum. Und es ist wirklich einfach nur noch nervig. Man kann sich auf nichts anderes konzentrieren. Ihr solltet jetzt gehen. Fort. Es ist wirklich... Es ist nicht schön. Ich bin kein Taschendieb, du Depp. Ich hab gar nichts gemacht. Ich habe nur mal in deine Taschen geguckt. Das ist ein Unterschied. Taschengucker. Oder hatten wir das letzte Mal 3 und ich brauchte noch 5 und ich weiß es nicht. Es ist aus Gesetzesbrecher. Oh nee. Dann zahle ich mit dem Leben, das kann sein, aber ich gebe jetzt nicht dieses Ding her. Das kannst du vergessen. Natürlich, und das ist wieder zu. Ach, das ist sehr dumm, was ich hier mache. Das ist sehr dumm. So. So hilft mir doch einer. Komm schon, nein. Hier ist ein Räuber. Räuber. Das ist der Räuber. Lass mich. Lass mich. Na, wissen wir, es ist natürlich kein Ende. Ich will von ihr hier noch was mopsen. Meine Güte, du großer Held der Klabusterperle. Jetzt duck dich. Du sollst jetzt von ihm... Wo war denn der Typ gerade mit den zigtausend... Ihr wagt es, mich anzufassen? Ach, ich weiß, es ist dumm, aber ich gebe diesen Seelenstein jetzt nicht her. Den habe ich mir... Dann habe ich den anscheinend wirklich gemopst und wir hatten nur 3. Das ist natürlich blöd. Ja, gegen die habe ich natürlich überhaupt keine Chance hier. Bla bla bla. Schlüssel für Loches Haus. Ihr dreckiger kleiner Dieb. Lass mich uns zu Ende bringen. Tür geöffnet. Wir sind auf jeden Fall da drinnen. Wäre natürlich geil, könnten wir das wieder abschließen.
Ich habe mich wieder in eine Situation manövriert, die nicht gut ist. Sie ist nicht gut. Super, jetzt bin ich in dem Haus und kann auch nichts machen. Und tschüss. Ja, in dem Haus ist leider auch nicht gut Kirschen essen. Toll. Jetzt bin ich eingebrochen für eine Zwiebel. Ah, leck mir du Morsch. Jetzt muss ich hier weg. Hey! So, wo war denn die eben mit den 15? Mit den 15 Teilen da, mit den 15 Dietrichen. Vorsicht! Bäh, bäh, bäh. Och, ich hab keinen Dunst mehr, wo das war. Wo war ich denn da drinne? Hier in diese Magiergilde muss ich rein. Das war, den habe ich schon mal beklaut hier, ne? Ja gut, das können wir nochmal laden. Das ist natürlich scheiße. Ich habe natürlich keinen Spielstand separat gemacht. Das ist sehr dumm. Hat er das jetzt abgespeichert, wie ich hier schon angegriffen werde? Das wäre ziemlich blöd. Ja. Ihr hättet die Strafe bezahlen sollen. Ja, ja, das hätte ich machen sollen. Ihr hättet die Strafe bezahlen sollen. Das ist durchaus korrekt. So, Bravil, es war wirklich sehr schön. Leider hat das Spiel wieder automatisch abgespeichert und mir damit meinen automatischen Spielstand von eben noch zersiebt. Und ich suche jetzt immer noch diesen fucking Stein. Ey, ich dachte, ich gehe ins Menü und zeig's euch, dass ich jetzt endlich 5 Steine habe. Da steht da 4. Ah. Wenigstens eins, was läuft. Ihr hinterlistiger kleiner Dieb, ihr wagt es, mich zu berauben? Ja, tue ich. Ja, Leute, es tut mir jetzt echt leid, aber ich habe wieder keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Ne? Ich muss leider weiter gucken. Ich werde, ist ja auch sinnlos, jetzt hier ewig durchzugucken. Ist ja einfach sinnlos, ne? Wirklich alles durchzugucken. Jeden Stein anzuheben, ob da irgendwo dieser Seelenstein drunter klemmt. Das Einzige, was mir noch einfällt, wir kaufen jetzt 50 Millionen Dietriche und ich krieg das dann endlich einfach mal hin. Ich glaube, mit jedem Versuch steigt man auch im Level auf. So, müssen wir denn überhaupt hin? Ich meine, es ist nur noch ein Seelenstein, dann haben wir es endlich geschafft. Dann haben wir es geschafft. Wie viele Parts hänge ich da schon dran an dieser scheiß Aufgabe? Ah, hier ist ein Oblivion-Tor. Ich finde die Landschaft geil, ich finde auch die Aufgaben geil, aber das haben sie echt saumäßig übertrieben. Mit dem Vampirismus, das ist nicht gut. Das ist kein gutes Level-Design. Das haben sie. Das gefällt mir nicht. Vor allem war mir auch überhaupt nicht klar, was das für Auswirkungen hat. Das kam mir erst viel später. So, die Kraft der Quelle. Auf jeden Fall war es keine Heilkraft, wie wir sehen. So, warte mal, ich setze mir jetzt mal einen Marker, bevor ich hier immer wieder hin und her streife und es nicht gebacken kriege. Ja, ja, ich bin im Kampf. Ja, im Kampf. Gibt es nicht in irgendeinem anderen Spiel auch so ein automatisches System, dass der dann reitet? Ist das nicht bei Red Dead Redemption 2 so? Finde ich eigentlich ganz gut. Noch ein Oblivion-Tor, meine Güte. Ey, wenn ich die noch irgendwann alle schließen muss. Es muss doch mal irgendwie ein zentrales Oblivion-Tor geben, wo man dann reingeht und diesen Seelenstein entfernt. Das waren doch die Seelensteine, die ich da entfernt habe, ne? Ja, das waren die Seelensteine.
Warum zur Hölle habe ich die dann nicht? Ich habe doch schon so viele Dinger geschlossen. Faragil. Ach komm, wir gucken mal rein. Vielleicht ist hier irgendwo ein großer Seelenstein, den noch keiner entdeckt hat. Außerdem würde ich gerne noch mal ein bisschen Blut zapfen. Das wäre natürlich echt nicht verkehrt. Ja, das wird natürlich nichts. Hier oben pennt natürlich keiner. Oh, was soll ich bloß tun? Sie sind weg. Alle weg. Seid gegrüßt. In Kolovia gibt es vereinzelte Farmen und Siedlungen. Doch die meisten Bewohner leben im Küstenstreifen. Ja. Hab. Nein. Nein, du sollst mir... Könnt ihr mir helfen? Was? Riesenkartoffeln? Könnt ihr mir helfen? Was, mit Bitte? Deiner Frisur vielleicht? Geht es euch gut? Nee. Fort mit... Leider geht es mir nicht gut. Ich brauche einen Seelenstein, dann geht's mir wieder gut. Ihr seid alle unnütz hier. Ihr Landsäufer. Ach, es wäre so schön, wenn er da einfach so... Ich meine, es kann ja auch mal vorkommen. So ein Bauer geht aufs Feld, auf einmal liegt da so ein großer Seelenstein. Und er freut sich und legt sich ins Regal und weiß gar nicht, was das ist. Und dann kommen wir rein und sagen, ey, ich habe hier eine Möhre mit. Ist doch viel schöner, sich eine Möhre ins Regal zu legen. Lass uns tauschen. Aber nein. Wollen sie nicht. Wie spät ist denn das hier? Okay. Nicht, dass wir uns gleich hier wieder die Beine verbrennen. Ui. So. Noch ein Oblivion-Tor. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht aktiviert. Ups, ging dann doch tiefer runter als gedacht. Boah, es ist schon geil gemacht, ne? Aber ich freue mich auch schon richtig auf Skyrim. Die Bilder, die ich mir da mal angeguckt habe, oh, das sieht schon echt nice aus. Aber in manchen Belangen soll Oblivion besser sein. Von der Story her. Also ich finde die Story jetzt nicht so extrem ausgetüftelt, oder? Ich meine, wir suchen jetzt einen Nachfolger hier von dem König. Okay. Fühlt ihr euch nicht gut? Nee, um ehrlich zu sein, gar nicht. Pelztor. Warum sind die alle wach? Es ist doch mitten in der Nacht eigentlich. Willkommen. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Na, hier kann man sich wirklich die Hucke voll saufen bei denen. Bisschen was zu essen und keinen Stein. Keinen fucking Stein. Auf Wiedersehen. Ich glaube nicht auf Wiedersehen. Ich werde nie wieder zu dir kommen. Es sei denn, ich brauche Zwiebeln. Jeder hat hier x-tausend Zwiebeln. Ja gut, wenn es so einfach wäre, einen Stein zu kriegen, dann würde es wahrscheinlich auch im Internet stehen. Ja, also, ich habe alles durchgeguckt. Der einfachste Stein ist jetzt wirklich in der Bibliothek, in der Vitrine. Der ja noch was Schönes. Ich kann dir seine Hose klauen. Wachen! Wachen! Tschüss. Lass nicht mal gleich die Wachen rufen. Was soll denn das? Muss doch nicht sein. Haben wir das da drüben schon entdeckt? Nee. Gehen wir da nochmal hin. Die alte Brücke. Okay, jetzt haben wir die alte Brücke entdeckt. Das ist doch auch irgendwas, was man entdecken kann, oder? Was liegt denn da drin, dass irgendwas weiß ist? Was ist das?
Na, wo ist er denn? Der mich hier so arglistig verfolgt. Keine Ahnung. Der kommt eh nicht hinterher. Den lassen wir einfach mal gewähren. Oh, ich glaube, ich mache gleich Schnellreise. Das da komme ich doch ewig nicht rüber. Die sind aber auch alle boshaft hier zu mir. Ach komm, Pferd. Jetzt stell dich doch nicht so an, ey. Das steuert sich ja schlimmer als ein Panzer. Hau mein Pferd nicht. So. Mal kurz auf die Karte gucken. Da komme ich auch nicht rüber. Ist ja völlig falsch. Ich muss ja hier hin. Oh ne, auf der Brücke wende ich mal besser nicht. Da falle ich nur runter. So, das kann ich auch noch aktivieren. Das haben wir noch nicht. Aber dann nehmen wir dann doch den Haupteingang. Es gibt nur einen Haupteingang davon. Stimmt nicht. Es gibt ja auch noch ein paar Abwasserkanäle, wo wir rein können. Sardava lädt. Oh, was ist das? Ein Dino. Der macht ja gar nichts. Oh, er macht doch was. Er haut mein Gammelgaul. Lass das. Ein fucking Dino. Geil. Einfach mal ein Dino. Das habe ich im Internet schon mal gesehen. Der war allerdings sehr viel höher gelevelt. Es kann sein, dass jetzt diese ganzen kleinen Gegner, dass die ausgetauscht werden. Gegen diese Dinos. So, da bin ich wieder. Reite dich einfach um. Schade, geht nicht. Das wäre... Hätte ich erwartet, dass man den einfach nur umhauen kann. Zack. Also wenn mein Gammelgau jetzt hier noch stirbt, dann haben wir einen ziemlich weiten Weg noch vor uns. Vielleicht sieht man ja da drüben irgendwo so einen Abwasserkanal. Wir sind ja ganz am Anfang von dem Spiel aus so einem gekrochen. Okay, hier ist die Brücke. Ich hoffe natürlich auch, dass ich genug Gold habe, um mir genug Dietriche zu kaufen. Wenn natürlich schweineteuer sind, die Dinger. So, jetzt kann ich, glaube ich, schnell reisen. Ich hoffe, dass die mir jetzt nicht böse sind. Das wäre natürlich echt scheiße. Dass sich die frohe Botschaft schon aus Braville übermittelt hat, dass ich hier so ein kleiner Langfinger bin. Mal so richtig? Nee. Einmal umdrehen. So. Das Problem ist natürlich, dass jetzt keiner mit uns handelt nachts. Das ist ja mein ständiges Problem. Ich kann nirgends rein, weil alles zu ist. Ich kann nicht handeln, weil keiner wach ist. Ihr solltet wirklich einen Heiler aufsuchen. Alter, als hätte ich das nicht schon x-tausendmal versucht. Ich könnte es natürlich in dieser Magiergilde nochmal probieren. Ob die... Was ist das hier? Sieht natürlich geil aus. Sieht echt cool aus. Hat was. Am besten ist, ich beiße jetzt einmal ein, damit ich mich hier ein bisschen bewegen kann in der Stadt. Oh, okay. Keine Ahnung, habe ich den eben in Braville vielleicht geklaut? Wo habe ich den Schlüssel her?
Der sieht doch auch mysteriös aus. Gucken wir doch mal in sein Täschchen. So, hat leider nichts Gutes. Ja, den Schlüssel, ich habe keine Ahnung, wofür ich den brauche. Ford. Ford. Ford Mustang. So. So, hier können wir übernachten, aber da ist der natürlich auch wieder an der Rezeption und pennt nicht. Ja, die haben alles zu. Ich bräuchte halt einen Dietrich, um irgendwo reinzukommen. Ich kann mir einen Dietrich erst holen, wenn ich im Hellen mir welche kaufen kann. Na gut, wir könnten natürlich nochmal Glück haben hier. In der Mitte bei diesem, bei der Arena, wo die üben, dass wir da eventuell nochmal einen abgreifen können. Der pennt, das haben wir ja schon mal hingekriegt. So. Ich darf die Wachen auch nicht ansprechen. Wenn ich die jetzt anspreche, sprechen die mich vielleicht auf Bravil an. Und wenn sie mich auf Bravil ansprechen, dann ist mein ganzes Gold weg. Denk daran, dass unbefugtes Betreten von Räumen im Kaiserpalast als schweres Verbrechen gilt. Bleibt im Erdgeschoss. Ihr braucht einen Dietrich oder den Schlüssel, ja. Alle Besucher des Kaiserpalasts werden gebeten, leise zu sprechen. Ja, werden gebeten, leise zu sprechen. Okay. Unmöglich. Hier komme ich auch nicht rein. Ich habe das Gefühl, hier bin ich falsch. Aber hier war ich auch schon mal. Hier bin ich schon mal irgendwie rumgerannt, ne? Wie kam ich denn in diese Arena? Die war hier gar nicht. Die war gar nicht in der Mitte. Ich glaube, die war sogar eins weiter draußen und dann irgendwie so eine seitliche Tür. Also, dass die mich mal alle anquatschen. Wieder planlos im Kaiserreich, völlig planlos unterwegs. Zieh ich hier meine Runden, geh den Wachen auf den Keks und sie labern mich voll. Meine Güte, labern sie viel. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ich weiß es einfach nicht. Hier ist es nicht. Es ist nicht hier. Es ist... Oh. Kann man... Jetzt reicht's. Es reicht mir jetzt wirklich. Es reicht mir. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich gucke jetzt, ob ich mir das per Scheiße cheaten kann. Großer Seelenstein. PS3 Cheat. Ich habe echt einfach... Ich will weitermachen. Ich will einfach in der normalen Mission weitermachen. Ich habe keinen Bock mehr hier ständig im Dunkeln zu tappen. Okay, es gibt anscheinend keine Cheats. Es gibt keine Cheats. Zumindest auf den ersten Blick nicht. Hm. Oh, ich habe irgendwie so keine Lust mehr. Ich habe mich so gefreut, dass ich diese scheiß Dinger endlich... Ist alles in Ordnung. Ihr seht etwas krank. Ach, halt doch die Schnauze, du doofer Sack. Es tut mir echt leid, aber es, zwei Parts wieder gespielt. Ich könnte schon wieder das Spiel erstmal wieder für einen Monat weglegen. So wenig Fortschritt. Geht es euch? Nachrichtenbürger. Irene Metrick ist so anmutig. Was sie wohl macht? Sie springt wie eine Kröte und sie bringt...
Ach, wie gerne hätte ich diesen scheiß letzten Seelenstein. Es ist so nervig, ihr könnt nicht warten, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Oh, ich krieg langsam Schweißausbrüche, ich hab echt einfach... Ich dachte jetzt echt, ich beginne den Part. Geil, wir haben es so endlich geschafft. Und es ist einfach so richtiger... Halt, ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Zahlt die Geldstrafe oder ihr landet im Gefängnis. Die gestohlene Ware ist hiermit sichergestellt. Das ist das. Wenn jetzt der Seelenstein weg ist, kündige ich es hiermit an. Breche ich dieses Let's Play ab? Breche ich es ab? Ich habe keinen Bock mehr. Wenn das jetzt wirklich weg ist, Leute, dann kann mich das Spiel mal am Arsch lecken. Großer Seelenstein, ich habe es noch. Okay, ich habe es noch. Oh, zum Glück, zum Glück. Ich habe gar keine. Was habe ich denn geklaut? Ich habe doch gar nichts geklaut. Irgendeinen dummen Schlüssel oder sowas. Oh Gott. Unmöglich. Ah ja, ich klaue lieber nichts. Ich will nur dumme Dietriche kaufen. Einfach nur Dietriche kaufen. Ich komme nie wieder weg aus dieser Welt. Sie fängt mich. Sie hat mich gefangen und lässt mich nicht mehr gehen. Alles ist zu, alles ist schwer, alles ist doch scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Reparatur, nehmen wir mit. Ist natürlich auch. Ach, das ist natürlich auch Klauen, ne? Das ist natürlich alles Diebstahl, was ich hier wieder mache. Und dann wundere ich mich, dass ich Diebstahl begangen habe. Hier, guck mal, ich habe so tolle Sachen. So, wo haben wir denn jetzt hier meinen Händler? Ich wurde doch gerade ins Gefängnis gesteckt. Ich bin doch bestimmt 13 Jahre saß ich jetzt im Knast, weil ich ein Streichholz geklaut habe und ich habe immer noch so wenig Energie. Wo renne ich denn jetzt hin? Ist das richtig? Oh, jawohl. Jetzt geht die Sonne auf. Es gibt auch eine Quest, da kriegt man am Ende der Quest einen Dietrich, der nicht mehr zerbrechen kann. Das heißt, man hat unendlich viele Versuche. Aber die Quest ist lang. Sehr, sehr lang. Tja, ich würde gerne wissen, was sie mir jetzt abgenommen haben. Ihr solltet wirklich einen Heiler aufnehmen. Alter, immer wieder dieses... Ihr seht ziemlich blass aus. Mystik, das ist das. Ich sehe nicht nur blass aus, ich bin gleich tot. Lasst mich rein, ich sterbe. Es ist auch merkwürdig, dass keiner mehr schläft, oder? Ich meine, die, überall, wo ich hinkomme, sind sie entweder stehen sie direkt da. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit mehr, sie zu vernaschen.
So, Schnellreise. Vielleicht sind wir ja instant tot. Direkt tot. So, verliere ich Energie? Ich weiß es gar nicht. Na, 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 na. Fühlt ihr euch nicht gut? Nein, ich fühle mich überhaupt nicht gut, ey. Das Spiel macht mich langsam krank. So gut wie neu. Ach, endlich. Ja, ich habe einmal mich ins Nest gelegt und habe dann mal eine Runde geschlafen irgendwo, wo es möglich war. Und da konnte ich noch mal ein bisschen aufleveln. An mein Blut. Alles klar, dann beklaue ich dich halt. Lausiger Taschendieb, was habt ihr geklaut? Nichts. Da, das hast du davon. Ihr könnt nicht warten. Ein Alarm in eurem Namen. Warum? Ich habe doch nichts gemacht. Ich habe nur mal seine Hosentäschchen geguckt. Dieb, damit kommt ihr mir nicht davon. Ich wollte nur aufstehen. Ich wollte einfach aufstehen. Und er nimmt gleich wieder was in seine dicken Bratschhände. Ihr habt keinen Dietrich. Lesen von der Ermordung. Och, ey, jetzt hängen wir hier wieder fest. Nein. Es ist aus. Sitz deine Strafe. Ich habe echt einfach keine Lust mehr. Ey, ist das schlecht. Ist das schlecht. Ist es so schlecht. Ach so, jetzt habe ich gar nichts mehr. Jetzt habe ich echt gar nichts mehr. Kriege ich die Steine wieder oder wird mir das alles genommen? Ihr solltet wirklich einen Heiler aufsuchen. Ah, danke, dass ich aber auch hier rausgeworfen werde. Das ist echt nett, dass ich hier rausgeworfen werde, direkt ans Tageslicht. Da hätten sie mich auch direkt köpfen können hier. So, habe ich jetzt meine Steine noch. Vier große Seensteine, die sind noch da. So, reicht das so? Guck dir das an, wie geil ich aussehe. Irgendwie fehlt noch eine Waffe, ne? So, darf ich jetzt hier warten? Darf ich jetzt hier bitte ein paar Minütchen? Ach ja. So schlecht. So schlecht. So, natürlich wird die Sonne um 18.45 Uhr noch so hohe Sonneneinstrahlung haben, dass ich hier noch geröstet werde. Ja. Wer kennt sie nicht? Die Abendsonne ist die allerschlimmste. Jetzt vielleicht? Ah,
Naja. Vielleicht haben die Geschäfte ja noch offen. Ich werde mein ganzes Geld da reinbuttern, werde mir alle Dietriche dieser Welt kaufen. Und wenn das nichts wird, dann werde ich in dieser einen Höhle so viele Dietriche farmen, wie es nur geht. Ich meine, mit 50 Dietrichen werde ich es ja wohin kriegen. So, jetzt haben die Geschäfte wahrscheinlich nicht mehr offen. Weh, weh, ihr habt zu. Oh, es hat noch offen. Hä? Es hat gerade zugemacht, habt ihr es gesehen? Eben war es noch, es war noch ganz kurz. Öffnen, Hölztür, ja. War es nicht gerade noch offen? Habe ich mir das eingebildet? War es nur noch die Hoffnung? Ja, der Nachbar hat noch offen. Da sollte man sich schon mal Gedanken machen, ob seine Geschäftspläne noch Sinn ergeben, wenn man früher zumacht. Seht euch. Ich glaube, ihr seid genau der Richtige für uns. Ich leite die Gesellschaft Betroffener. Ach, hör auf mit Labern. Nochmals danke für eure Hilfe. Gibt es... Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das Edelstein. Euch interessiert. Nee, den meine ich nicht. Ja, sie hat viele gute Sachen. Leider kein Dietrich. Alter, aber eine verdammt gute Klinge. Die ist aber teuer. Die Nochmals danke für eure Hilfe. Wir hätten sonst nicht gewusst, an wen wir uns wenden sollten. Kein Problem, ich weiß zwar nicht, was ich machen soll und ich werde es wahrscheinlich auch nicht machen, aber schön, dass ich helfen konnte. So, jetzt sind alle zu. Ne, hier drüben. Der Shop mit dem Pferd drauf. Der hat noch was für uns. Fort mit. Ja gut, das sag ich mal. Da schlafen wir jetzt nochmal 12 Stunden und dann renne ich einfach zum Nachbarn rüber. In sein Geschäft. Ist ja schon mal ein Glück, dass wir jetzt in dem Shop hier drinne sind. Nein. Nein. Warum kann ich den jetzt eigentlich nicht anfallen? In jedem Vampirfilm kann man auch nicht schlafende Menschen, sprich wache Menschen, anfallen. Weg, 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 weg. Nun, ihr seht aus wie jemand. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ich hoffe. Nur Scheiße. Nur Mist. Wiedersehen. Nein. Wachen! Ach ja, oh, ich bin so dumm. Auf der. Oh. Ich lern's aber auch nicht. Ich lern's nicht. Ich muss halt gucken, ob die das haben. Jetzt war ich da einmal drin. Na gut, Leute. Also, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Ich muss da im Internet wieder gucken. Ich meine, was soll ich hier ewig blocken? Fertigkeit. Und wir werden wieder geröstet. Ist ja klar. Eine Stunde später. Es regnet. Wir werden geröstet. Okay, Leute, ich verabschiede mich für diesen Part. Ich gucke im Internet, wo ich ganz viele
Dietriche farmen kann und dann hängen wir uns das nächste Mal an wie die Vitrine. Das ist eine Aufgabe. Anderes habe ich jetzt keine Lust mehr. Wir wissen, wo ein Stein ist. Wir können die Vitrine nicht einschlagen, nicht mit den stärksten Waffen. Wir holen uns Dietriche. Das wird's. Haut rein, bis dann.